Eilmeldung, die Diageo-Aktie crasht weiter. Heute hat das Unternehmen bzw. die Aktie weitere 10% verloren. Was ist die Ursache dafür? Warum ist die Aktie mittlerweile 40% von ihrem All-Time-High zurückgelaufen? Das möchte ich mit dir heute in diesem Video anschauen. Und natürlich stellen wir uns immer die Frage, sollte man jetzt womöglich die Diageo-Aktie günstig kaufen? Und davor erstmal hier. Schöne Grüße aus Thailand, Freunde. Bei mir ist es schon Abend, deswegen wärmste Grüße hier aus dem Süden Thailands. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es gut und wir schauen uns heute meiner Meinung nach ein wahnsinnig spannendes Unternehmen an, vor allem für uns Dividendeninvestoren, weil Diageo heute auf jeden Fall die Dividende um weitere 5% erhöht hat. Das war auf jeden Fall schon mal ein Schmankerl für uns Dividendeninvestoren. Vorweg, ich bin noch nicht investiert, aber ich habe natürlich Diageo seit längerem auf der Watchliste drauf. Und was man hier gleich gar nicht vergessen darf, obwohl die Diageo-Aktie jetzt natürlich schon ordentlich abgeschmiert ist, es ist Vorsicht geboten, weil es gibt noch immer die Möglichkeit, dass es schwieriger wird in Zukunft für das Unternehmen. Einerseits hat man jetzt um insgesamt 21% Umsatzrückgang in Lateinamerika zu kämpfen. Schauen wir uns gleich alles etwas detaillierter an. Aber das Thema Zollstreit, Leute, das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Zollstreit China und USA, wenn der Trump zum Beispiel Präsident wird. Ich glaube, da kann auf jeden Fall nochmal etwas kommen. Und daher ist auch Diageo in der Vergangenheit natürlich auch ein bisschen zurückgelaufen. Aber das Unternehmen hat einfach Probleme. Man schafft es jetzt nicht mehr, den Umsatz zu steigern. Aber ich denke mal, das sind nur temporäre Schwierigkeiten, was das Unternehmen hat. Jetzt schauen wir uns das Ganze etwas detaillierter an. Und davor ist ganz kurz der Hinweis, Leute, wenn ihr mehr über Dividendenaktien erfahren möchtet, meine Strategie und viele weitere wichtige Sachen, schaut jetzt mal unten rein. Dort packe ich dir den Link zur Dividendenstrategie Masterclass rein. Über 60 Videos sind dort mittlerweile online. Über 10 Stunden Videomaterial. Wirklich ein absolut geiles Masterclass und das ist eine einmalige Zahlung, was du dort leistest und dort dann dauerhaften Zugang hast, auch zum Newsroom. Check das jetzt mal gerne ab. Absolute Empfehlung an dieser Stelle. Und wie versprochen, schauen wir uns jetzt Diageo hier etwas genauer an. Vorweg, wenn ihr wichtige Aktienseiten benötigt, checkt auf jeden Fall die Seite von finanznachrichten.de ab. Die ist komplett kostenlos und du siehst hier, wie viele Meldungen heute natürlich schon bereits zu Diageo gekommen sind. Ich blende dir hier mal den Aktienchart ein. Ihr seht es, es ist bis auf 27 Euro runtergegangen. Und jetzt kommt hier dieser Bounce Back. Das möchte ich natürlich sehen, weil das kann natürlich schon eine gewisse Stärke wieder sein, dass man vielleicht jetzt womöglich den Abverkauf gesehen hat. Aber Fakt ist es, das sieht man hier, die Aktie erreicht den niedrigsten Stand seit März 2020. Das ist auf jeden Fall schon mal verrückt. Ebenfalls meldet eben der Spirituosenhersteller einen Rückgang des jährlichen operativen Betriebsgewinnes um 4,8%. Also man hat nicht nur weniger Umsatz generiert, sondern eben auch dementsprechend weniger Gewinn. Und das möchte man natürlich am Ende des Tages nicht sehen. Und hier schreibt man eben, dass es insgesamt um einen Umsatzrückgang von 21,1% in Lateinamerika handelt. Und man geht auch davon aus, das war auch übrigens in den letzten Quartalszahlen, dass man hier eben in Lateinamerika wirkliche Schwierigkeiten hat und jetzt 21% Rückgang. Und ich stelle mir dann immer die Frage, wie schlimm ist das dann am Ende des Tages wirklich? Und da schauen wir dann immer die Seite vom Market Screener an und ihr seht es hier richtig schön aufgelistet nach den Ländern. Und da sieht man jetzt gleich mal, ich blende das jetzt hier mal ein bisschen besser ein. Wir haben hier Lateinamerika. Siehst du das? Und da können wir jetzt mal rübergehen. Es sind nämlich eigentlich nur 1,8 Milliarden britische Pfund, die man hier verdient. Und ihr seht es, der größte Umsatz ist eigentlich Nordamerika. Danach kommt Europa, Asia Pacific, aber Lateinamerika, das Geschäft, das schwächelt. Und das ist halt schon auch etwas, wo ich mir so die Frage stelle, ja, natürlich, Lateinamerika gehört mit dazu zum Umsatz, aber am Ende des Tages macht es doch vom Umsatz her, vom Gesamtumsatz nicht so viel aus. Also es wird natürlich alles künstlich ein bisschen aufgepauscht, meiner Meinung nach, aber hier auch jetzt die ganzen Analysten sagen so, ja, eher verkaufen, sell, 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 mit natürlich einem deutlichen
niedrigeren Kurs, jetzt hätte ich es fast nicht aussprechen können, dieses Verbärbocken ab und zu, scusi dafür. Ja, auf jeden Fall sonst natürlich durchweg schlechte und negative Nachrichten, dass Diageo halt wirklich ordentlich eine auf die Nüsse bekommen hat, wenn man es mal wirklich so sagen darf. Aber Fakt ist es, Umsatz rückläufig, auch dran denken, Juni endet das Geschäftsjahr, sprich wir sind jetzt schon bereits im Geschäftsjahr 2025 dort drinnen. Wie gesagt, jetzt lassen wir einfach mal ein paar Tage vergehen, zumindest mache ich das. Also ganz ehrlich Leute, ich hätte früher auf jeden Fall sofort ins fallende Messer gegriffen. Mittlerweile ist halt Diageo schon auch relativ günstig bewertet. Dividende schaue ich jetzt mal ganz kurz nach, die müsste auch bei über 3% mittlerweile liegen. Und zwar... Genau, die liegt mittlerweile bei 3,2%. Für Diageo ist das auf jeden Fall eine hohe Dividendenrendite gegenüber der Vergangenheit. Das darf man nicht vergessen. Und man geht ja auch davon aus, dass das Unternehmen weiterhin brav die Dividende steigen wird. Was ich so ein bisschen schade finde. Und das gibt mir so ein bisschen zum Nachdenken. Also die Aktie, die ist jetzt schon ordentlich verprügelt worden. Da habe ich jetzt mal den 10-Jahres-Chart drinnen. Schau dir das mal an. Also das ist schon echt irre. Aber das Ding, was ich jetzt gerne gesehen hätte, man weiß ja, die Aktie ist... rein vom Chart hier echt ordentlich runtergekommen. Jetzt hätte ich eigentlich gern gesehen, dass der CEO und der CFO, der übrigens neu seit Mai ist, die Eier in der Hose haben und jetzt auf diesen Stand Aktien zurückkaufen. Warum machen die das nicht? Also das ist etwas, was mich auf jeden Fall stört, auch ein bisschen so zum Nachdenken bringt. Und eben das ganze Thema mit dem Zoll. Ich bin da lieber etwas vorsichtiger unterwegs, weil es gibt sicherlich in dem Markt drinnen definitiv spannende Möglichkeiten. LVMH, die haben auch natürlich ihre Getränkesparte mit dabei. Pernod Ricard, können wir uns auch gerne das demnächst nochmal anschauen. Ich bin da meiner Meinung nach aktuell eher etwas zu vorsichtig unterwegs. Aber ganz ehrlich Leute, ich bin da noch nicht zu 100% überzeugt davon. Aber das Ding ist, wenn ich das sage, weiß ich eigentlich, dass es jetzt ein guter, zumindest für eine erste kleine Tranche eine gute Möglichkeit wäre. Ich gehe davon aus, ganz ehrlich, dass ich vielleicht sogar etwas zurückhaltend bin, aber am Ende des Tages bin ich ja auch für mein eigenes Geld verantwortlich. Ich möchte meinem Geld gegenüber eine gute Dienstleistung bringen und wenn ich nicht dieses Gefühl habe, so, boah, das ist jetzt ein geiles Investment für die Zukunft, also für das, dass ich davon ausgehe, dass die Aktie jetzt eigentlich steigt, sei so, nö, ich sehe da eher die Tendenz, dass die Aktie noch etwas weiterfällt. Und da muss ich halt einfach mich wieder zügeln, sagen so, hey, ich bleibe eher etwas geduldig, warte meine Möglichkeiten ab und dann entscheide ich nochmal. Jetzt würde es mich interessieren, was denkst du zur Diageo-Aktie, zu meiner Meinung, und schreib das jetzt einfach wirklich straight geradeaus in die Kommentare rein.